Hallo und herzlich willkommen beim neuen Champion Spotlight. Heute mit Iron Man Infinity War, der ein wahres Universalwerkzeug ist. Er baut Rüstung auf, der Gegner wird geschockt, verbrannt und unter Plasma begraben. Und neben all dem wird auch noch seine Rüstung zerstört. Und lässt ihm auch keine Energie für seine Spezialattacken, also arme Sau der Gegner. Wie man das alles macht oder wie man gegen all das noch gewinnen kann, zeige ich euch heute. Da der Champ etwas komplex ist, gibt es wie immer die Zeitstempel in der Beschreibung, damit ihr gleich hinspringen könnt und sehen könnt, was ihr wissen wollt. Zu den Stats gibt es nicht viel zu sagen, sein Leben mit 14.824 und Angriff von 1.165 für einen gemaxten 4 Stern ist nichts besonders Gutes, aber auch nicht besonders Schlechtes. Dann fangen wir auch gleich mal mit seiner duplizierten Fähigkeit an. Jeder, der zurzeit Allianzkrieg spielt, kennt es schon länger, dass Iron Man ab 15% anfängt, Angriffe abzuwehren. Naja, und die duplizierte Fähigkeit verstärkt das Ganze noch einmal. Wenn Iron Man unter 15% Leben hat, rüstet er sofort je nach Signatur Rüstungsstapel auf, können 2-3 Stapel sein. Und seine Autoblocks verbrauchen auch keine Stapel mehr. Das heißt, dass er schneller mal zu einem Block kommt und im Allianzkrieg stunt das Ganze auch noch und das kann euch gleich zerstören. Außerdem erzeugt er Energie, solange er einen Rüstungsstapel hat. Da seine passiven Fähigkeiten überall in seinen Spezialattacken und beim normalen Kampf einwirken, fangen wir gleich mal mit seiner Rüstung an. Was hat es mit der Rüstung von Iron Man auf sich? Ganz schön viel, wenn man sich die Beschreibung ansieht. Wenn man den Gegner trifft oder von ihm getroffen wird, hat Iron Man eine bis zu 24%ige Chance, einen passiven Rüstungsdebuff auszulösen. Die Chance ist abhängig, ob bzw. wie viel Rüstungsstapel er bereits hat. Neben diesen Chancen im Kampf hat er außerdem noch einen Rüstungsstapel von Beginn an. So erlangte Rüstungsstapel halten für 8 Sekunden an. Aber was machen die Rüstungsstapel? Neben der Schadensverminderung erhöht sie die kritische Resistenz, verringert die Wirksamkeit von Schwächeanfall, Kraftraub und Entkräftungseffekten um 18%. All das gilt für jeden Rüstungsstapel. Außerdem gilt, wenn Iron Man 4 Rüstungsstapel erreicht hat, blockt er die nächste Attacke mit Sicherheit und verliert einen Rüstungsstapel. Da es ein Parry ist, kann dieser auch Stun auslösen, was besonders im Allianzkrieg die Schwierigkeit bei diesem Champion ausmacht. Was man dagegen unternehmen kann, zeige ich euch im zweiten Teil des Videos. Aber vorerst mal zum nächsten Teil, was die Rüstung kann. Sie macht ihn Blutrausch und Kälteeinbruchsresistenz. Das heißt, er ist mit seinen Rüstungsstapel am Anfang gleich immun gegen den Kälteeinbruch von Iceman. Wenn er unter Blutrausch oder Kälteeinbruch leidet und einen Rüstungsstapel erhält, werden die Debuffs sofort abgebrochen. Für jeden Rüstungsdurchbruch, der Iron Man zugefügt wird, wird ein Rüstungsstapel gelöscht. Das macht Champs wie Corvus oder Medusa sehr effektiv gegen ihn. Um das Ganze noch ein bisschen komplizierter zu machen, gibt es bei den normalen Angriffen auch noch einiges, das man wissen muss. Iron Man hat 3 verschiedene Arten anzugreifen, Repulsor, Schwert und Hammer, aber nur der Repulsor-Angriff löst etwas aus. Daher muss man wissen, welche Attacken Repulsor-Attacken sind. Die erste mittlere Attacke ist einer und der zweite und vierte leichte Schlag ist auch ein Repulsor-Angriff. Die Repulsor-Angriffe können nicht abgewehrt werden und auch nicht ausgewichen werden. Also Spider-Man, Nightcrawler und so haben echt Pech gehabt. Außerdem machen sie Energieschaden und keinen physischen Schaden. Dadurch, dass die Repulsor-Angriffe nicht direkt treffen, sondern durch den Block Schaden zufügen, ist kein direkter Kontakt da und es wird nicht gestunt, wenn er geblockt wird. Das ist der Grund, warum im Allianzkrieg nicht gestunt werden kann mit einem Block. Der einzige Champ, der Iron Man blocken kann, ist Proxima Midnight, durch ihre passive Fähigkeit, die die Genauigkeit reduziert bei einem Block. Repulsor-Angriffe haben außerdem noch die Fähigkeit, Enäscherungs- und Plasma-Debuffs zu erneuern. Was ist Plasma? Plasma ist, soweit ich weiß, ein Buff, der nur von Iron Man ausgelöst werden kann. Er wird dem Gegner ausgelöst, einen Enäscherungs-Debuff und einen Schock-Debuff auf sich hat und von einem Repulsor-Angriff getroffen wird. Dann werden diese beiden Debuffs miteinander verschmolzen und zu einem Plasma-Debuff. Der Plasma-Debuff hat dieselben Wirkungen wie der Einäscherungs- und der Schock-Debuff, nur in einem Buff kombiniert. Also nochmal, Repulsor-Angriffe erneuern den Schock und den Plasma-Debuff. Wenn der Gegner unter einem Schock oder einem Plasma-Effekt leidet, wird er keine Energie von Iron Man bekommen, wenn er von einem Repulsor-Angriff getroffen wird. Es besteht auch eine Chance, dass bis zu 2,5% Energie durch einen Repulsor-Treffer entzogen wird vom Gegner. Also wie man sieht, sind die Repulsor-Angriffe sehr wichtig. Daher ist es am besten, man passt seine Combo etwas an.
Anstelle einer mittleren, leichten, mittleren Attacke wäre es besser, man macht eine mittlere und vier leichte Attacken. Dadurch wird mit dem letzten Schlag ein Repulsor-Schlag ausgelöst und alle Debuffs beim Gegner werden erneuert. Bei der schweren Attacke ist der erste Angriff ein Repulsor-Angriff, der zweite ein Hammerschlag. Dieser Hammerschlag löst einen 12-sekündigen Rüstungsdurchbruch aus. Das kostet Iron Man aber einen Rüstungsstapel. Der dritte Schlag ist ein Schwertschlag und wenn der Gegner unter einem Regenerationseffekt steht, dann wird eine 16-sekündige Heilungsblockade ausgelöst. Damit die Heilungsblockade auch wirklich funktioniert, muss man den schweren Schlag richtig timen, damit die Heilungsblockade dann ausgelöst wird, wenn ein Regenerationsbuff auf dem Gegner liegt. Nun zu den Spezialfähigkeiten. Bei denen kommt alles, was wir gerade besprochen haben, zusammen. Bei der SK1 macht er seinen ersten Schlag mit einem Schwertarm. Dieser Schlag ist unblockbar und löst eine Heilungsblockade wie bei der schweren Attacke nur dann aus, wenn ein Regenerationseffekt auf dem Gegner liegt. Nach dem Schwertstreich schießt er zwei Projektile ab, die als Repulsorangriffe zählen und die Debuffs erneuern. Außerdem wird ein 12-sekündiger Schock beim Gegner ausgelöst. Je nach Kraftlevel des Gegners wird dieser um 50% verlängert. Die SK1 ist die einzige Möglichkeit, Schock auszulösen und man kann diesen auch nicht erneuern. Darum muss man die SK1 richtig timen, damit man auf den Gegner einen Plasma-Debuff legen kann. Bei der SK2 gibt es keinen Repulsor-Angriff. Der erste Schlag ist ein Hammerschlag, der eine 40%ige Chance hat, einen Rüstungsdurchbruch für 12 Sekunden auszulösen. Dann feuert er zwei Raketen Salmo ab. Diese lösen einen 5-sekündigen Einäscherungs-Debuff auf den Gegner aus. Diese Einäscherungs-Debuffs können von Repulsor-Angriffen erneuert werden. Falls der Gegner nicht eingeäschert wird, weil er aus irgendwelchen Gründen einäscherungsimmun ist, dann wird ein 20-sekündiger Rüstungsdurchbruch ausgelöst. Dazu besteht für jeden Rüstungsdurchbruch beim Gegner bei der SK2 eine 34%ige Chance, den Gegner für 2,2 Sekunden zu lähmen. Mit der SK1 und der SK2 hat man schon alle Bestandteile, um beim Gegner Plasma auszulösen. Man muss aber beachten, wenn man die SK2 macht, ist kein Repulsorangriff dabei und dadurch kann es sein, dass der Einäscherungs-Debuff von der SK1 schon wieder ausläuft. Nun zur SK3. Bei der SK3 wird im Austausch gegen einen Rüstungsstapel ein Rüstungsdurchbruch für 3 Sekunden ausgelöst. Außerdem wird beim Gegner ein Schock und ein Einäscherungs-Debuff ausgelöst, der aber sofort zu einem Plasma-Debuff umgewandelt wird, der 6 Sekunden lang hält. Wenn der Gegner schon einen Plasma-Debuff hat, wird die Chance auf einen neuen Plasma-Debuff für jeden Stapel um 20% verringert. Plasma kann so auf einen Einäscherungs- oder Schock-immunen Champ ausgelöst werden. Das war's mal zu seinem Paket. Man muss hier nicht viel beachten, nur dass seine Repulsor-Attacken richtig getimed werden und seine Rüstungsstapel berücksichtigt werden. Zu seinen Synergien. Obwohl es ein neuer Champion ist, hat er zwar spezielle Synergien, aber es ist jetzt nichts Außergewöhnliches dabei. Wenn er Vision im Team hat, ist Iron Mans molekulare Rüstung um 15% effektiver, was die Wirksamkeit von Schwächeanfall, Kraftrauf und den Kräften reduziert. Bei Captain America im Team wird der Schaden durch die Abwehr nochmals um 10% reduziert. Mit Black Panther oder Killmonger als Mitstreiter erhöht sich die kritische Resistenz für alle im Team um 12%. Und mit anderen Ironmans im Team erholt sich das ganze Team um 10% schneller von Rüstungsdurchbrüchen. Bevor wir zum generellen Kämpfen mit Ironman übergehen, sind noch zwei Champions zu erwähnen, gegen die Ironman besonders effektiv sind. Gegen Mordo und Medusa. Gegen Mordo wird der astrale Konter nicht ausgelöst. Normalerweise, wenn man Mordo in seinem gestunten Zustand trifft, kontert er und man bekommt einen Debuff. Da Ironmans Repulsangriff nicht ausgewichen werden kann, kontert er diesen Konter. Und Mordo ist Geschichte, wie man hier im Kampf sieht. Nun zum Kämpfen mit Iron Man im Generellen. Ich zeige euch hier, wie ich normalerweise zu einem Plasma-Debuff auf den Gegner komme. Ich versuche immer zuerst die SK2 mit einem Einäscherungs-Debuff auf den Gegner zu schicken. Und dann so schnell wie möglich mit einer SK1 für den Schock-Debuff zu folgen. Um generell die ganzen Debuffs aktiv zu halten, wie schon vorher gesagt, sollte man mit einer Angriffskombo von mit Mittel- und vier leichten Attacken kämpfen. Und jetzt zum zweiten Teil, der schon einigen Leuten im Allianzkrieg Frust bereitet hat. Wie kontert man gegen den, Kämpfer der Gerechtigkeit? Als Grundlage erstmal, wie weicht man der SK1 und der SK2 aus? Bei der SK1 ist aufzupassen, da der erste Angriff unabwehrbar ist und man da gleich zurückweichen muss. Um dann die Projektilen auszuweichen, wartet man, bis das erste Projektil fast getroffen hat und dann weicht man zweimal schnell zurück. Wenn einem das Ausweichen der Projektile zu schwer ist, kann man diese auch blocken.
Bei der SK-2 kommen als erstes zwei Hammerschläge und dann schießt er zwei Raketensalven ab. Beide sind nicht so schwer auszuweichen. Der einfachste Weg, Iron Man zu kontern, ist mit einer schweren Attacke. Dazu hält man den eigenen Block so lange, bis Iron Man eine schwere Attacke lädt und unterbricht diese mit einer eigenen schweren Attacke. Am besten sind dazu Champions geeignet, die bei der schweren Attacke nach vorne stoßen, wie ihr an den Beispielen seht. Ich finde ihn am einfachsten zu kontern mit Proxima, da sie die Fähigkeit hat, seinen Repulsorangriff zu blocken, so dass Iron Man trotzdem gestunt wird. Dadurch hat man die Möglichkeit, auch bei unter 15% eine schwere Attacke zu laden und gleich seinen Autoblock zu durchbrechen. Meistens kommt man aber gar nicht zu den 15%, wenn man sie richtig spielt, weil wenn man ein oder zwei Missionen erfüllt hat und eine SK auslöst, ist sie meistens stark genug, um Iron Man zu töten. Corvus ist auch ein guter Konter. Mit seinem Block löst er jedes Mal auch durch den Repulsangriff einen Rüstungsdurchbruch aus. Das verhindert das schnelle Aufbauen von 4 Rüstungsstapeln und seinem Autoblock, wie man hier in dem Kampfvideo ganz gut sieht. Außerdem ist seine SK2 unblockbar und das killt ihn dann auch schnell mal durch die 15%. Also alles in allem ist Iron Man doch relativ einfach zu kontern, aber man nimmt sehr viel Blockschaden und dadurch ist er im Allianzkrieg sehr lästig. So, da sind wir dann am Ende mit Iron Man Infinity War angelangt. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen. Wenn ihr Fragen zu dem Video habt, schreibt es in die Kommentare. Ich versuche euch immer zu antworten. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!